OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Noch sind die Temperaturen zwar zum Glück warm und man könnte fast von einem goldenen Herbst reden, aber bald schon soll es kälter werden und mit kälter werdenden Temperaturen kommen auch alle Jahre wieder Viren zurück. Um welche es da geht, wie es jetzt eigentlich um Corona, aber auch um die Influenza und um andere Viren bestellt ist und um diverse Impfungen, das möchte ich jetzt die bekannte Virologin und auch Impfexpertin Monika Redelberger-Fritz fragen und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Fangen wir mit der Virensaison an, weil viele Leute ja rätseln, warum sind derzeit eigentlich so viele krank? Warum sind derzeit so viele krank? Eigentlich sind es so viele wie jedes Jahr. Es fällt uns nur mittlerweile viel häufiger auf, weil wir durch die Pandemie ca. 2 bis 2,5 Jahre eigentlich hatten, wo wir außer Corona keine anderen Infektionen hatten. Und damit haben wir uns daran gewöhnt, gesund zu sein. Ja, und jetzt haben wir eine viel höhere Awareness, wo wir einfach bemerken, oh, jetzt habe ich einen Schnupfen oder oh, jetzt bin ich krank. Mhm. Und jetzt bin ich aber schon wieder krank und schon wieder krank. Mhm. Also es fällt uns jetzt eigentlich viel mehr auf, wenn wir viel mehr darauf achten. In der Regel ist es so, dass man im Durchschnitt eigentlich 4-mal im Jahr als Erwachsener krank wird mit einem respiratorischen Infekt, also mit einer Erkältung. Und das ist ein ganz normaler Durchschnitt. Durchschnitt heißt, es gibt natürlich welche, die nur 1- oder 2-mal etwas bekommen. Aber weil es eben Durchschnitt ist, gibt es auf der anderen Seite natürlich wieder die 6- oder 8-mal krank sind. Und damit fällt es uns einfach wesentlich häufiger auf. Was wir jetzt sehen, ist einfach die Rückkehr zur Normalität tatsächlich, nämlich der Normalität, die wir auch vor der Corona-Pandemie hatten, mit einem einzigen Unterschied, nämlich dass wir ein Virus mehr haben, das jetzt eben saisonal mitzirkuliert. Und das gekommen ist, um zu bleiben. Das muss man den Leuten, glaube ich, auch erklären. Ja. Wie schaut es denn derzeit mit Corona aus? Weil natürlich, es gibt sehr wenige, die sich derzeit noch testen. Wir kennen Leute, wenn sie sich testen und Atemwegserkrankungen haben, kommt plötzlich raus, ups, es ist doch Corona. Also wie schaut es aus? Also wir haben im Moment eine Coronavirus-Aktivität. Die ist jetzt nicht sehr massiv hoch, aber wir haben deutlich eine Welle, die wir jetzt eben nachweisen können. Seit circa 4 Wochen läuft diese Welle. Und das ist jetzt mehr oder minder nichts Ungewöhnliches mehr. Genau das Gleiche hatten wir auch letztes Jahr zu beobachten. Was jetzt noch spannend wird, ist, wie stark die Welle wird und wie lange sie noch andauern wird. Wir sehen im Moment quasi, vor 4 Wochen haben wir gesehen, dass wir eine zunehmende Corona-Aktivität haben und sind jetzt so die letzten 2 Wochen eigentlich in so einer Seitwärtsbewegung auf erhöhtem Niveau, aber nicht auf ganz hohem Niveau. Und jetzt sind wir quasi in den Herbstferien. Jetzt kann sich das Ganze noch einmal gut unter der Bevölkerung verteilen und vermischen. Und dann ist es spannend, die nächsten 2 Wochen nach den Herbstferien zu beobachten, wenn die Schüler wieder in die Schulen kommen und da sich quasi dann wieder gegenseitig ihre Urlaubsmitbringsel weiterreichen. Und damit wird es jetzt dann spannend, wird dieses Plateau quasi halten oder wird es dann vielleicht sogar absinken oder wird es dann eben wieder hochgehen oder weiter hochgehen. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, da eben das Ganze zu beobachten, weil vorhersagen kann man es natürlich nicht. Sie berufen sich ja nicht nur auf das Abwassermonitoring, das es gibt, sondern Sie haben ja auch die Daten und machen das ja selber, diese Sentinel-Proben. Vielleicht können Sie noch einmal erklären, was diese Sentinel-Proben sind. Also wir haben ein Überwachungsnetzwerk von sehr engagierten Ärzten in ganz Österreich. Das sind Kinderärzte, das sind praktische Ärzte. Wir haben aber auch einige wenige Kinderambulanzen drinnen. Also dass wir alles sehen, was man nennt das quasi im Outpatient-Setting, also alles, was im niedergelassenen Bereich ist, also nicht im schwerkranken Krankenhausbereich, sondern im niedergelassenen Bereich. Und diese 200 Ärzte nehmen eben Nasenrachenabstriche ab von Patienten, die eben gerade eine Erkältungssymptomatik haben. Diese Nasenrachenabstriche werden zu uns eingeschickt und wir untersuchen dann tatsächlich diese Nasenabstriche mit einem gesamten Pendel an PCR-Untersuchungen, auf ein gesamtes Pendel an Viren, um zu schauen, was mehr oder minder im wahrsten Sinne des Wortes in den österreichischen Nasen herumzirkuliert. Da würdet ihr auch sofort entdecken, wenn eben die Influenza losgeht, oder? Genau. Also wir sehen im Moment, dass wir eben diese Coronavirus-Aktivität hatten oder haben. Da waren wir zuerst auf 30% Positivrate, sind jetzt eben wieder auf 20% zurückgegangen. Aber eben diese Positivrate, das heißt 20% aller Einsendungen sind positiv auf Corona.
Und wir sehen auch, dass wir sehr viel Rhinovirus haben. Das ist der herkömmliche Schnupfenvirus. Was wir in der jetzigen Situation auch haben, ist sehr viel die sogenannte Para-Influenza-Viren. Genau, da haben mich schon viele gefragt, was ist das jetzt schon wieder? Die dürfen wir nicht mit den Influenza-Viren verwechseln. Das sind wirklich zwei unterschiedliche. Machen aber sogar Ärzte. Ich habe eine Freundin, die erzählt mir jedes Jahr, dass sie die Grippe hat, weil ihre Ärzte ihr Para-Influenza als Influenza. Ja. Oh je. Nein, also letztlich ist es ein ganz anderes Virus, ein ganz anderer Erreger. Und bei Kindern kennen wir das an und für sich. Jeder kennt Kinder, die irgendwann einmal so eine Pseudogrupp-Symptomatik hatten. Also da ist Parainfluenza ist eigentlich das Virus, das hauptsächlich bei Kindern eben Parainfluenza, das ist Pseudogrupp verursacht. Bei den Erwachsenen geht der Kehlkopf nicht mehr ganz zu, aber man hat dann doch eine sehr starke Kehlkopfentzündung. Man hat auch einen sehr starken Schnupfen und man hat eben auch Husten. Man hat allerdings nicht so hohes Fieber in der Regel wie bei der Grippe. Die Grippeaktivität ist aber noch nicht festzustellen. Grippeaktivität ist auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Wir hatten während der Sommermonate immer wieder so sporadische Nachweise in unserem Sentinel-System. Das war immer assoziiert mit Reisen oder mit Reiserückkehrern, die das quasi als Urlaubssouvenir mitgebracht haben. Und jetzt, die letzten Wochen, sehen wir einfach in der Woche einen oder zwei Fälle, die wir irgendwo sporadisch mal nachweisen, die allerdings keine Reiseassoziation mehr haben. Also die sind wirklich schon in Österreich erworben, aber das zirkuliert noch nicht richtig als Welle und als richtige Epidemie. Wann sollte man, wenn man sich impfen lassen möchte, gegen die Influenza-Viren impfen? Also jetzt November ist eine sehr gute Zeit, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Wir müssen damit rechnen, dass in der Regel meistens im Dezember oder Jänner die Grippewelle tatsächlich beginnt. Und damit ist jetzt eine sehr gute Zeit, um wirklich da einen guten Schutz aufzubauen. Und jene, die sich gegen Corona impfen lassen. Also prinzipiell steht ja die Impfung, glaube ich, allen ab 12 offen, dringende Empfehlung ab 60. Aber wenn jene, die ab 12 sich impfen lassen wollen, wann sollten die sich impfen lassen? Dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Wir sind jetzt in einer Welle drinnen, also wohl im Moment noch in der moderaten, aber wir wissen ja nicht, wie sich die nächsten paar Wochen entwickeln werden. Aber ich würde jetzt keine 4 oder 6 Wochen mehr warten, weil dann wird die Welle wahrscheinlich schon wieder vorbei sein. Wie schaut es aus, weil das immer wieder auch Fragen sind, die wir bekommen. Man war erst vor 4, 5 Monaten angesteckt. Soll man sich dann jetzt schon impfen lassen oder noch zuwarten? Also wenn man zu jenen Personen gehört, die eben ein sehr, sehr schwaches Immunsystem haben, weil ich eine Krebserkrankung habe oder das Immunsystem wirklich aufgrund einer anderen Grunderkrankung wirklich sehr, sehr schlecht ist, dann sollen die schon auch nach 4 Monaten geimpft werden. Für alle anderen gilt der Mindestabstand von 6 Monaten. Und wie ist das, wenn man geimpft ist? Wie lange muss da der Abstand sein? Auch mindestens 6 Monate. Okay, und das heißt, weil da gibt es Leute, die sagen, okay, aber ich habe mich ja erst letztes Jahr geimpft, warum muss ich mich jetzt wieder impfen? Müssen die sich wieder impfen? Aus mehrerlei Gründen. Wir wissen, dass der Impfschutz vor der schweren Erkrankung so circa ein Jahr lang anhält und dann eben schon abnimmt. Also wenn man sich vor allem als ältere Person oder mit Person mit Grunderkrankungen gegen diese schweren Verläufe schützen möchte, dann ist es eben notwendig, sich nach spätestens 12 Monaten eben wieder impfen zu lassen, um wieder den Schutz vor der schweren Erkrankung eben wieder zu erlangen oder aufrecht zu erhalten dahingehend. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass in der jetzigen Impfung andere Impfviren drinnen sind und die eben angepasst sind den zirkulierenden Viren als das, was wir letztes Jahr hatten. Das wollte ich gerade fragen, weil das natürlich auch viele Menschen bewegt. Wie effizient sind denn diese adaptierten Impfungen jetzt gegen die neuen Virusvarianten? Es wird immer komplizierter, aber um es relativ einfach zu sagen, wir haben im Moment zwei Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben. Das eine ist ein JN1-Impfstoff gegen die JN1-Variante und das andere ist ein KP2-Impfstoff gegen die KP2-Variante. Beide Varianten sind quasi auf einem gemeinsamen genetischen Ursprung gegründet. Und von diesem genetischen Ursprung gegründet ausgehend gibt es jetzt quasi auch die KP3-Variante. Das ist die, die zirkuliert und die wir jetzt gerade haben. Und auch die XXC-Variante, die wir auch zusätzlich jetzt zirkulieren haben und die immer mehr wird, die eben eine Mischung aus KP3 und etwas anderem ist. Auf jeden Fall stammen die alle aus dem gleichen Ast ab. Und damit sind beide Impfstoffe, die wir haben, sehr gut abdeckend die zirkulierenden Viren. Und das ist, glaube ich, die Hauptaussage, die wichtige Aussage ist. Beide Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, passen beide zum zirkulierenden Virus.
Und dann muss ich das auch so fragen, weil Impfen natürlich nach wie vor nicht niederschwellig ist in Österreich. Ja. Wo kann man sich impfen lassen, wenn man denn impfwillig ist? Im idealsten beim eigenen Hausarzt. Wenn der nicht impft. Wenn der nicht impft, dann kann man auch an den Impfstellen zum Beispiel von der MA15 sich anmelden. Und was auch sehr, sehr gut ist, ein kleiner Tipp ist, es gibt unter impfen.gv.at für jedes Bundesland auch eine Tabelle oder eine Liste, wo man genau sich nachlesen kann, wo gibt es denn den nächsten Impfarzt, der einen impfen kann. Für Influenza, für Covid und so weiter. Das ist wirklich sehr schön aufbereitet für die einzelnen Erkrankungen und für die einzelnen Impfungen. Da braucht man nur draufklicken, sucht sich sein Bundesland auf und sieht dann an und für sich sehr schön, wo die nächste Impfmöglichkeit für jemanden ist. Das ist ein guter Tipp für alle, die das machen wollen. Sie sind ja auch im nationalen Impfgremium, das ja auch regelmäßig dann Impfempfehlungen ausgibt. Es hat ja jetzt eine Veränderung der Impfempfehlung gegeben bezüglich Keuchhusten. Mhm. Wieso und wie schaut die aus? Also primär Keuchhusten sind Bakterien. Ich bin ja Virologin, also sind wir jetzt ein bisschen außerhalb meiner Expertise. Aber nichtsdestotrotz kann ich die wichtigsten Informationen trotzdem zusammenfassen. Wir haben im Moment eine sehr, sehr starke Keuchhustenaktivität. Wieder eigentlich. Wieder. Ja. Also die ist im Moment so stark wie eigentlich vor Einführung der Keuchhustenimpfung. Ja, also da sind wir in unendlichen Höhen von der Keuchhustenaktivität. Und damit ist es umso wichtiger, dass die Keuchhustenimpfung durchgeführt wird und dass man eben auch einen Impfschutz gegen Keuchhusten hat. Weil was man jetzt eben über die Jahre hinweg eben herausgefunden hat, ist, dass der Impfschutz gegen Keuchhusten nicht sehr lange anhält. Also nicht wirklich diese 10 Jahre, wie wir es quasi bei den Erwachsenen bisher hatten. Mhm. Sondern es ist dazwischen auch der Impfstoff gewechselt worden von einem zellulären auf einen azellulären. Aber das ist jetzt nebensächlich. Auf jeden Fall durch diesen Impfstoffwechsel hat man nicht mehr eine sehr lang anhaltende Immunität. Das ist Punkt Nummer 1. Und dadurch ist es eben wichtig, dass man da eben das auf 5 Jahre zurückrutscht. Vor allem für Erwachsene, also über 18. Auch für die Kinder. Auch für die Kinder. Es wird letztlich auch für alle empfohlen, es auf 5 Jahre zurückzurutschen. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, dass die alten Impfstoffe, die haben eine sogenannte sterile Immunität mehr oder minder verursacht. Also man konnte sich nicht anstecken und man konnte das Virus auch, das Bakterium auch nicht weitergeben. Während die jetzigen Impfstoffe, die verhindern wohl eine schwere Erkrankung, auch die symptomatische Erkrankung zu sehr, sehr großen Teilen. Allerdings kann man sich sehr wohl, man nennt das kolonialisieren, also man kann das Bakterium in seinen Nasenrachenraum tragen und damit andere Personen anstecken. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass es quasi jetzt ein individueller Impfschutz ist, dass man quasi jetzt für sich selber immer schaut, dass man für sich selber im Impfschutz drinnen ist, weil jeder im Prinzip dieses Bakterium Nasenrachenraum haben kann. Aber warum ist man von effizienteren Impfungen zu weniger effizienten Impfungen rübergewechselt? Das hat auch mit der Verträglichkeit zu tun gehabt, ja. Mhm. Okay. Jetzt haben Sie gesagt, dass dass es so stark ist wie vor der Impfung. Hat das damit zu tun, dass die Impfwilligkeit bei allen Impfungen gerade zurückgeht? Ich glaube, das sieht man generell, dass vor allem durch die Corona-Pandemie die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, doch sehr gesunken ist. Vor allem auch dadurch, dass es sehr, sehr viele negative Stimmen von den Impfgegnern gab, die da sehr, sehr laut in den sozialen Medien sehr immense eigentlich Verunsicherung verursacht haben. Und wir da und für sich da das Problem haben, dass zusätzlich auch die Impfung eigentlich das Opfer ihres eigenen Erfolges ist. Ja, wir sehen kaum Tetanusfälle, wir sehen keine Diphtheriefälle, wir haben Polio, keine Fälle, zurück, ja. Pocken sind ausgerottet. Also wir sehen, Impfungen sind etwas sehr, sehr Gutes und sehr Effizientes. Wir sehen auch bei den Masern, auch wenn wir Masern immer wieder Fälle haben, die aber allerdings immer wieder eingeschleppt werden nach Österreich. Aber auch da sehen wir quasi, dass durch diese breite Durchimpfungsrate, die wir nicht ganz so ideal haben, wie wir sie gerne hätten, das muss man auch sagen, aber dennoch sind viele Leute geimpft und damit sehen wir eigentlich diese vielen schweren Verläufe nicht mehr von den vielen Lungenentzündungen, von den Gehirnentzündungen, von den Langzeitgehirnentzündungen, die eigentlich nach einer Latenz von 8 bis 10 Jahren auftreten. Das sehen wir jetzt nicht mehr, weil eben die Kinder sehr gut geimpft waren früher und deswegen muss man das aufrechterhalten, dass die Kinder auch weiterhin sehr gut geimpft sind, damit wir das in weiterer Folge eben nicht wiedersehen. Mhm.
Es ist, wir haben ja schon öfters auch über Impfungen geredet. Es ist ja in Österreich so, dass eigentlich alle Impfungen bis auf die FSME-Impfung unterm westeuropäischen Schnitt sind in Österreich. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Ja, das ist ein österreichisches Paradoxon. Eigentlich hat kein Land so gute FSME-Durchimpfungsraten wie Österreich. Mhm. Es liegt auch daran, dass es eine sehr, sehr gute Impfkampagne gab in den Anfang 80er Jahren. Und es gab auch einen sehr prominenten Sportreporter, der letztlich an FSME erkrankt ist, damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann im Rollstuhl gelandet ist. Und das ist sehr, sehr vielen Menschen, auch ein sehr beliebter Sportreporter, sehr, sehr vielen Menschen nahegegangen gesehen. Es kann eigentlich jeden treffen. Und damit ist das da quasi in diese Population hineingekommen. Und damit haben wir das quasi in der jetzigen Elternpopulation einfach drinnen. Und das ist, wir sind damit aufgewachsen. Und damit ist das an und für sich klar, dass eine FSME-Impfung eigentlich nicht zur Frage steht. Ja? Und warum funktioniert das bei den anderen Impfungen nicht? Und zwar, wir reden ja nicht nur von Corona, sondern wir reden ja wirklich über alle anderen Impfungen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Aber müsste da quasi auch jenseits von der Politik auch in der Ärzteschaft vielleicht mehr passieren? Ja, also es muss auch in der Ärzteschaft mehr passieren und vor allem, es passiert ja auch mittlerweile, dass wir auch im Studium das Thema Impfen wesentlich mehr abdecken. Ja? Als früher? Also als früher. Mhm. Vor 10, 15 Jahren war eigentlich das Thema Impfen irgendwo ein Randthema, das irgendwo mal irgendwo vorgekommen ist. Aber man hat den Studenten eigentlich nicht einmal erklärt, wie man tatsächlich eine Impfung setzt und wo genau geimpft werden muss. Man hat es quasi irgendwo nebenbei mal ganz kurz erklärt bekommen und das war's. Aber wie wichtig Impfungen sind, das gesamte Impfwesen, was dahinter steht, nicht nur die Aufklärung, sondern auch die Aufklärung darüber, über die Krankheit und was quasi durch die Impfung verhindert werden kann, das muss auch den Studenten beigebracht werden. Und das ist eben jetzt, eben vor allem in Wien, auch im medizinischen Curriculum drinnen, auch in anderen Medizinuniversitäten kommt das eben jetzt hinein oder ist bereits drinnen. Und damit wird jetzt eine Generation an Ärzten kommen, die dahingehend wesentlich besser ausgebildet ist. Ja. Mhm. Na, vielleicht bessert sich dann die Impfquote in 20 Jahren, also in nächsten Man darf auch nicht vergessen, es sind nicht nur die Ärzte, es ist eigentlich der gesamte medizinische Personal, was da quasi an einem Strang ziehen muss. Mhm. Es nützt letztlich nichts, wenn der Arzt einen drinnen aufklärt und nachher ist die Sprechstundenhebe, die draußen sagt, oh, brauchen Sie nicht mehr. Also das ist eben, man muss wirklich an einen Strang ziehen. Und genau das Gleiche gilt für die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, die Hebammen. Und damit sind wir quasi da in diesem großen Bereich des Impfwesens im medizinischen Bereich, wo da wirklich alle an einem Strang ziehen müssen. Ich komme zum Abschluss noch einmal an den Anfang zurück, weil das natürlich schon viele Menschen auch bewegt mit den Viren, mit Corona, mit der Grippe. Wie kann man sich jenseits der Impfung, das haben, glaube ich, die, die sich schützen wollen, begriffen, wie kann man sich am besten schützen jetzt zum Start der Wintersaison? Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Start der Wintersaison. Wir haben jetzt quasi den Beginn der Corona-Welle. Es wird danach die Influenza-Welle kommen. Es wird dann das respiratorische Syncytialvirus kommen, das eben für die Kinder, eben für die Babys ganz besonders schwer verlaufen kann, aber auch für die über 60-Jährigen schwer verlaufen kann. Also wir haben jetzt eine Welle vor der anderen, die vor uns steht. Und dementsprechend ist es das wichtig, dass wir auch das umsetzen, was wir eigentlich während der Pandemie gelernt haben sollten. Nämlich einerseits Maske tragen, wenn ich selbst krank bin, um andere nicht anzustecken. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich nicht zu Hause im Bett bleiben kann, was manchmal nicht geht, das verstehe ich. Aber dann wenigstens eine Maske aufsetzen, damit ich einfach meinen Nachbarn nicht anstecke. Und wenn man sich eben selbst nicht anstecken möchte, in großen Menschenmengen, also Straßenbahn, U-Bahn, Bus, wo auch immer, Menschenansammlungen, und man quasi sich nicht anstecken möchte, ruhig die Maske aufsetzen. Ja? Das habe ich auch gesehen, dass es jetzt an und für sich wesentlich besser akzeptiert wird in der Öffentlichkeit, wenn man Maske trägt. Wenn man das vor 6 Jahren gemacht hätte, ist man einmal sehr seltsam angeschaut worden. Jetzt gehört es eigentlich auch selten doch zum normalen Bild. Ja. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.